In Hamburg lebt Sunnyboy Philipp. Der 28-Jährige hat bereits einige Dates hinter sich. Bislang noch erfolglos. Datepartnerin Nummer 12 von 50 sucht er mit Kumpel Boris in einer neuen Dating-App. Hier kann man auch Leuten schreiben, hier kann man dasselbe Prinzip machen. Man kann Leuten xen oder Herzchen schicken, ne? Okay. Wenn du nach links swipest, ist next. Rechts ist gefällt mir und in der Mitte ist sogar eine Nachricht. Wenn man das ganz vorsichtig sagen darf, es ist idiotensicher. Ich dachte, ja, links war doch gefällt mir und rechts war ist okay. Korrekt, also los. Philipps Traumfrau ist brünett, klein und sportlich. Ach so, und dann gibt es da offenbar noch ein optisches Kriterium. Von wegen nur die inneren Werte zählen. Alter, da hast du nicht mal einen Kopf. Du siehst da nur Brüste und verteilst ein Like. Oder zwei. Was soll das denn jetzt? Du bist im Fernsehen. Ich guck mir hier gerade die Lottozahlen an. Er redet irgendwas von Brüsten und so, ich glaube. Philipp sucht auf jeden Fall was Festes. 2 Jahre Single-Dasein reichen. Aber die große Liebe lässt auf sich warten. Also ich muss schon sagen, dass die App relativ ruhig ist, ne? Sehe ich noch kein Match, noch keine Nachricht, die zurückgeschrieben wurde. Also hier passiert nicht viel. Vielleicht geht's da erst ab 22 Uhr los, ne? Es kann ja noch was kommen, ne? So ist es. Man sagt ja eigentlich, man soll nicht nach der Liebe suchen. Aber ich versuche der ganzen Situation, der ganzen Sache mal einfach entgegenzukommen. Und wenn die passende Frau dabei sein sollte, wäre ich davon nicht abgeneigt, der ganzen Sache entgegenzukommen. Das kann Philipp jetzt beweisen. Bei einer anderen App war er erfolgreicher und trifft heute sein Match. Mit Datepartnerin Lisa hat er sich auf der Reeperbahn verabredet. An einem ungewöhnlichen Ort fürs erste Kennenlernen. Normalerweise entscheide ich ja, wo es hingeht und was ich mache. Heute ist es andersrum. Die Lisa hat mich hier eingeladen, in die Ritze. Es ist eine Kneipe hier auf dem Hamburger Kiez mit einem Boxring. Ich sollte Sportsachen mitnehmen. Also ich bin auf alles vorbereitet. Ist Lisa das auch? Hallo. Oh mein Gott. Wen genau sie heute trifft, wusste sie nicht. Oh mein Gott, sagt sie, keine Ahnung. Kann ja auch positiv, aber kann auch negativ sein. Oh mein Gott, dass er das jetzt hier ist. Scheiße, ich habe mit jemand anderem gerechnet. Kann man so und so sehen, ne? Ich bin ein bisschen überwältigt. Er sieht besser aus als im Fernsehen, muss ich sagen. Und ja. Na, hello. Alles gut? Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, die für mich vielleicht auch. Warum? Entschuldigung. Ich bin auf deinen Fuß getreten. Ja, ich hab's gar nicht gemerkt. Die hat gemerkt, dass ich Probleme mit Füßen habe. Ist sie direkt auf meine getreten. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, mir geht's auch gut. Jetzt geht's mir besser. Das freut mich. Der erste Eindruck von Lisa, sehr temperamentvoll, sehr sportlich, eine verdammt schöne Ausstrahlung. Er gefällt mir auf jeden Fall, ja. Ach, die Ritze also. Ja, ich dachte mal was anderes. Warst du schon mal hier? Nee, tatsächlich, heute ist es das erste Mal für mich hier. Nicht so schickimicki, oder? Ja. Ritze, Oldschool-Ding in Hamburg, why not? Ganz ehrlich, warum nicht? Oldschool. Und wenn eine Frau keinen Bock darauf hat, dann hat sie auch keinen Bock auf dich. Was war so das verrückteste Date, was du hattest bis jetzt? Weil wir jetzt gerade heute in der Ritze sind. Was war so... Ich muss sagen, das hier. Also ich find's nicht verrückt, sondern ich find's sehr interessant, ne? Also ich habe mich auch gefreut, wo ich gehört habe, es geht in die Ritze, weil ich bin ja hier in St. Pauli sogar aufgewachsen. Wirklich hier direkt um die Ecke. 1000 Mal runtergelaufen. Und aber nie reingegangen. Und dann höre ich, es geht heute in die Ritze. Und das ist... Und da bin ich. Tada! Ich muss tatsächlich sagen, ich war heute das erste Mal so. Schüchtert mich die Frau gerade ein? Es ist der Laden, weil ich das erste Mal in der Ritze bin. Ich war irgendwie neben der Spur. Ich weiß aber auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich Respekt vor ihr hatte. Philipp ist sprachlos. Glücklicherweise ist Lisa nicht auf den Mund gefallen. Auf welche Frauen stehst du denn so? Auf welche Landsfrauen? Was waren deine Ex-Freundinnen? Mixmax. So Südländer. Also wie eine Südländerin. Also okay. Dunkle Haare. Ich hoffe, da falle ich auch so ein bisschen ins Beuteschema. Aber es hat sich ganz gut angehört, glaube ich. Was reimt sich auf Ritze? Ich schwitze. Aha, Philipp kommt also langsam auch wieder in Fahrt. Wie ist so dein Typ Mann? Also wenn man ihn beschreiben darf oder kann? Also es sollte nicht so ein typischer Can sein, würde ich mal sagen. Er soll schon ein bisschen auf den Tisch hauen können. Yeah. Ja. Also ein richtiger Mann sein. Ja, sehr gut. Typischer Can, höre ich auch zum ersten Mal. Also nicht so ein Ja-Sager, sage ich mal. Also er sollte auch schon seinen Mann stehen können. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich dich so ein bisschen fertig machen jetzt. Ja, sehr gerne. Deshalb bin ich doch hier.
Ich habe mal richtig Bock, auf die Schnauze zu bekommen. Das freut mich. Ja. Ja, die Lisa als Faustdick in den Ohr, ne? Komm runter, hab Bock, die paar Schellen zu verteilen. Finde ich gut. Eieieiei, bin ich gespannt jetzt, was du drauf hast hier. Wir gehen ja jetzt runter in den legendären Ring der Ritze und da bin ich gespannt, was da hinter ihm steckt und was da noch passieren wird. Wie das Date ausgeht, bleibt spannend. Denn Lisa ist Thai-Boxerin. Aber vor dem Boxkampf wirkt der Dschungelkönig etwas unkonzentriert. Ob privat angezogen oder sportlich, beide sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wie eine Eins, im Sportlichen sogar noch besser. Ja, also ich bin ja Thai-Boxerin und deswegen müssen wir auch ein bisschen Kicks lernen und Knie lernen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, aber dann machen wir es jetzt. Ja, dann lerne ich ein bisschen von dir, oder? Okay, perfekt. Ich tanze einfach ein bisschen. Mhm. Da bin ich, oh, da, ui, der war knapp, ne? Aber der war lieber, war ein Fehler. Mit Lisa sollte sich Philipp lieber nicht anlegen. Aber der Ex-Fitnesstrainer wollte ja eine selbstbewusste und sportliche Frau. Hier ist sie. Die war richtig im Fokus. Ich glaube, die war richtig im Tunnel. Die dachte, hier geht's um alles. Die wollte nur noch, dass es losgeht. Ich dachte mir, oh Gott, worauf habe ich mich hier eingelassen? Aber die hatte richtig Bock drauf. Aber man merkt, die hat Feuer unterm Arsch. Und noch mal. Zack, 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 zack. Noch einmal, komm. Ich würde sagen, unentschieden. Hast du super gemacht. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen flirty war. War es von ihr flirty? Das müssen die Zuschauer da draußen entscheiden. Aber ich habe so empfunden. Date Nummer 12 von 50. Ein echter Volltreffer. Reicht für heute, hast du gut gemacht. Du auch? Schwitzt noch nicht so ganz, wie ich es gehofft habe, aber ist okay fürs erste Mal. War auf jeden Fall ein cooles Date und mal was anderes. Gibt's also ein Wiedersehen oder nicht? Das mit dem Boxen ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, weil dadurch kann man auch die Hobbys verbinden. Vielleicht habe ich jetzt den perfekten Trainingspartner gefunden und ja, das passt schon. Trainingspartner oder neue Liebe? Auch Philipp zieht sein Fazit. Es war eine sehr, sehr gute Konstellation. Ich glaube, ich hätte mir das Date heute in der Ritze nicht besser vorstellen können mit einer anderen Person als mit Lisa. Also es war heiter einfach perfekt. War doch mal eine gute Sporteinheit heute. Fand ich auch. Mal was anderes. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja, vielen Dank, dass du mich in die Ritze eingeladen hast. Gerne, gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal wieder. Ja, hoffentlich vielleicht auf eine Shisha. Genau, ja? Können wir machen. Lass dich drücken, pass auf dich auf. Ne? Komm gut nach Hause. Du auch. Danke dir. Ciao. Ciao. Die ersten Funken sind leider schon wieder etwas erloschen. Tinder funktioniert irgendwie immer. Boxen? Jein. Also man kann sagen, dass Lisa und ich uns natürlich ein bisschen, ne, wir sind ins Gespräch gekommen. Aber durch das Boxen ist man natürlich so außer Atem, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, viel zu reden. Aber wirklich zum Kennenlernen müsste man sich vielleicht noch mal ein zweites Date überlegen. Bis dahin geht Philipps Suche weiter.